Willkommen zurück zu Pokémon Leuchtende Perle. Wir sind hier auf der Eiseninsel. Und hier unten warten auf uns Team Galaktikrüpel. Jetzt wird mir so einiges klar, dass die Pokémon hier so unruhig sind. Ist wohl auf eurem Mist gewachsen, wie? Es schert mich einen feuchten Kehricht, welche Gründe ihr habt. Aber ich lasse nicht zu, dass ihr in meiner Mine Probleme macht. Wir sind von Team Galaktik und wir schnappen uns alle Pokémon, die wir wollen. Stimmt doch, Partner, oder? Du bringst es auf den Punkt, Kumpel. Genau so machen wir's. Wir schnappen uns alle Pokémon auf dieser verrosteten Eiseninsel. In Freud und Leid sollt ihr einander beistehen. So lautet die Devise. Nach diesem Vorsatz leben Trainer und Pokémon in der Sinnoh-Region. Deshalb lasse ich es nicht zu, dass jemand wie ihr diesen Verhaltenskodex bricht. Los, Michael, diesen Kampf müssen wir einfach gewinnen. Wir haben doch bisher sowieso jeden Kampf gewonnen. Gegen Rüpel wird das doch einfach nur noch leichter. 6 Pokémon. Oh, na wohl. Wenn sie mit Zubat herkommen, dann lache ich sie einfach nur noch aus, ja. Die wollen mir ehrlich weiß machen, dass sie mit einem Zubat hier gewinnen wollen. Aber hey, die kopieren mich nach hier mit Charmian. Oha. Wahrscheinlich kommt noch gleich noch Skunkapu dazu. Wir haben heute große Pläne. Wir wollen diese Einzelinsel beenden und unsere Aufgabe erfüllen, und zwar zur See der Kühnheit gehen und abchecken, ob da alles okay ist. Weil da gab es einen großen Knall. Deshalb sollten wir da mal nachschauen gleich, wenn wir mit dieser Insel fertig sind. Letzte Folge haben wir nur diese Insel gemacht. Aber hey, wir haben ein bisschen leveln können. Das hat sich auf jeden Fall gelohnt für den Fakt. Aber ich weiß nicht, ob wir überhaupt noch Level brauchen im Moment. Ich meine, wir sind gefühlt 10 Level höher als jedes einzelne Pokémon, das wir ankämpfen. Also von daher, weiß nicht. Ich greife irgendwas an, mir egal. Ich will einfach nur hier alles beenden. Du greifst auch Zubat an, damit das weg ist. Zubat nervt, das kann nix. Soll weg. Verhöhner. Oh oh. Jetzt kann ich nur noch Glubunkel angreifen, glaube ich. Ich glaube, das macht Verhöhner. Das ist das andere Pokémon. Oder? Ich bin mir gerade nicht sicher, was Verhöhner macht. Ich meine, das macht es, dass ich automatisch immer das Pokémon eingreife, was Verhöhner eingesetzt hat. Was dann halt für Doppelkämpfe wie hier sehr nützlich ist. Aber ich bin mir auch nicht sicher. Ich benutze es halt nie. Ich finde es halt nicht so gut. Aber naja, Windschnitt auf. Auf uns beide, achso. War kein Luftschnitt, sondern Windschnitt. Und ja, ich hab schon gecallt. Da kommt das Skunkapu. Ja, Eroas ist momentan unsere beste Attacke, die wir einsetzen können. Deshalb sollte ich eigentlich mal meinen Charme ein paar neue Attacken beibringen. Am besten viele verschiedene Typen von Attacken. Ich hatte nämlich auch vorgehabt, dass ich Oh Gott, nein, Vergiftung. Ich glaube, ich switch raus. Moment, ich glaube, ich switch raus. Ich habe jetzt keinen Bock auf so ein Alte, wenn ich sowieso nach dem Kampf wieder geheilt werde. Traumfugil! Komm mal du rein! Schatzi-Pu! Wegen Skunkapu, aber mein Pokémon ist besser. Haha. Nicht lustig, egal. Bam. Guckt euch meine Augen an. Also, es meinte Lucarius, nicht ich. Bis. Oh nein, das kann bis. Aber es hat nicht so viel Damage gemacht. Bei Knirscher hätte es noch viel, viel mehr Damage gemacht. Das heißt, bei Psystra, damit Golbert nicht nervt. Hau ab. Alter. Ach, come on. Es lebt immer noch. Noch keine Verwirrung oder so. Egal, immerhin ist Skunkapu weg. Egal. Finalschlag. Ja, Finalschlag ist eine gute Fähigkeit. Sehr gut, wie ich finde. Level up. Vielleicht hält man dann jetzt ein bisschen mehr aus. Ja, doch, doch. Schon. Ach, du brauchst dir keine Sorgen machen, Traumfugil. Das machen wir easy peasy. Das war's. Das war der Kampf. Die Nullnummern, die Flaschen. Die können gar nichts. Wir haben es denen gezeigt. Schlitzer. Oh. Heimzahlung natürlich weg. Schlitzer ist da viel besser. Mein Gott. Da müssen wir gar nicht drüber reden.
Nützt das allgemein eine sehr gute Attacke. Nehme ich mit. Ich könnte heulen, das ist so traurig. Was für ein starkes Team, unfassbar. Ja, dann denkst du dir wahrscheinlich, warum bist du Team Galactic gejoint mit so einem schlechten Team? Aufhören, das reicht. Als Gomba seid ihr einfach eine Nummer zu groß für uns. Ihr beide und dazu noch eure Pokémon. Verschwinden wir, Partner. Du bringst es mal wieder auf den Punkt, Kumpel. Wir wissen ja nicht mal, wie der große Plan von Team Galactic überhaupt aussieht. Wow. Solche Blindgänger. Danke, du hast mir da gerade echt geholfen. Hör mal, ich hatte hier ein Pokémon-Ei. Magst du es an dich nehmen? Okay. Vielen Dank. Ich möchte, dass du dem Pokémon, das aus diesem Ei schlüpfen wird, die Welt zeigst. Okay. Im Original weiß ich noch, hier gibt es nirgendwo keinen PC. Man soll von den Entwicklern her, soll man hier die ganze Insel mit nur 5 Pokémon statt mit 6 Pokémon machen. Weil du dann am Ende sonst dieses Ei nicht mehr bekommst, wenn du 6 Pokémon hast in deinem Team. Das hat mich immer gestört. Ich habe immer dieses Ei liegen gelassen. Hier ist ein, ich kann es ja spoilern, oder? Tschüss in die PC-Box. Da ist ein Riolu drin. Weil er hat ein Lucario. Macht irgendwie Sinn. Die gemeinsame Zeit mit dir ist wie im Flug vergangen. Jetzt will ich mein Können auch an anderen Orten unter Beweis stellen. Ich fände es schön, wenn wir uns irgendwann wiedersehen würden. Ciao, Us. War ganz nett. Ja, und das war die Insel. Mehr gibt's hier nicht. Also doch, es gibt noch diesen Bereich hier. Diesen kleinen Bereich hier. Und dieses Item, das allerletzte Item hier auf der Insel, ist ein Leuchtstein. Der ist selten. Den kann man zur Entwicklung von Pokémon verwenden. Also zum Beispiel Roselia zu Roserade zum Beispiel, glaube ich, war das. Solche Entwicklungen kann man damit machen. Ne, Charmian? Charmian Frohlock da. Ah, toll. Ah, das ist aber toll. Miau, miau. Und ja, das war's. Hier in diesem Haus ist irgendwie gar nichts los. Kann man hier heilen oder so? Kann man irgendwas machen hier? Nö, ich kann nicht mal ins Bett steigen. Egal, wir sind durch. Yeah. Du. Die Animation ist cool hier. So, und nun, diese entspannte Musik, fliegen wir rüber zu, ja, ich glaube Weideburg machen wir mal, von Weideburg aus. Da fliegen wir hin mit einem random Staraptor, was ja einfach mal gerade im Himmel war und uns helfen möchte. Immer wieder lustig. So. Charmian ist nicht schnell genug. Sie kann nicht mithalten. So, wir radeln da jetzt schnell hin. Und schau mal, wie die Lage ist. Aber natürlich gibt es hier ein wildes Pokémon. Charmian musste erstmal zu uns, damit ich es zum Kampf einsenden kann. Macht irgendwie logisch gesehen Sinn. Aber egal. So, weg hier. Ich will sowieso nicht kämpfen. Lass mich durch. Ich will zum See der Kühner. Da kann man nämlich nicht einfach so hinfliegen. Sonst hätte ich das natürlich gemacht. Wir müssen den ganzen Weg darüber. Deshalb habe ich das Fahrrad. Geht schneller. Da hinten ist noch ein Item. Kann auch nicht daran kommen. So. Das war doch direkt hier drüber, oder? Ja gut, jetzt brauche ich es auch nicht mehr. Jetzt bin ich sowieso schon fast da, glaube ich. Ja, hier, Kühnheitsufer. Hier ist es. Hier. Und jetzt sind die Rüppel weg. Hat jemand irgendwer verscheucht? See der Kühnheit. Du. Oh nein, die sind immer noch hier. Haha, nächster Halt, See der Wahrheit. Doch in der Nähe gibt es nur ein winziges Kaff namens Zweiblattdorf. Keiner wird sich uns also entgegenstellen. Was? Die wollen zu meiner Heimatstadt? Was wollen die denn da? Carpador, alles okay? Ein Carpador zappelt kraftlos am Boden. Oh mein Gott, Carpador! Was ist hier passiert? Warum sind die überall Steine? Warum brennt's da unten? Was habt ihr getan? Redet mit mir! Möchtest du dich Carpador anschließen und hilflos im Matsch zappeln? Alter, sind die krank! Was war das für eine Explosion hier? Die ganzen Carpador, die im See gelebt haben. Oh mein Gott.
Also, jetzt treibt es zu weit. Also, vorher, ihr habt ja einfach nur schlechte Pokémon geklaut. Da habe ich nichts gesagt. Das habe ich euch gehen lassen. Aber hier treibt ihr es zu weit, wenn es um das Leben einiger Karpadore geht. Ja? Unfassbar seid ihr. Unfassbar. Team Galactic, ich werde euch auslöschen. Auslöschen. Jeden einzelnen von euch Noobs werde ich besiegen, wenn es sein muss. Ist hier von euch irgendein großer Typ? Irgendein Commander? Muss ja eigentlich, oder? Na gut. Eine Eiseninsel waren ja auch nur zwei. What? Nein, nicht schon wieder. Ich glaube, ich habe Beleber. Ich bin mir gerade nicht sicher, ob ich Beleber habe, aber ich glaube nicht. Mist. Erstmal schnell besiegen. Danach können wir uns um Heilungen kümmern. Sonst im schlimmen Fall cutte ich kurz und fahre kurz irgendwo hin zum Heilen. Weil Charmian soll hier schon noch leveln. Umwerfend! Das mache ich zu allen von euch hier. Du bist ein Kind, daher habe ich dich unterschätzt. Aber ich habe den Preis von meiner Arroganz bezahlt. Allerdings kamst du zu spät. Wir, Team Galactic, haben bereits die versunkene Insel in dem See gefunden. Was mit dem dort lebenden Pokémon ist? Nun, rate doch mal. Was? Wovon reden die? Was haben die getan? Habe ich einen Beleber? Es scheint so, als hätte ich keinen Beleber. Okay, dann bin ich mal ganz kurz Pokémon Center am Hinraschen. So. So, weiter geht's. Mein Gott. Da hinten in der Ecke versteckt sich noch eins, weil es so Angst hat. Das arme Carpado hier. Können alle nicht mehr. Was ist hier nur passiert? Es muss eine Explosion gewesen sein und kein Erdbeben. Oh mein Gott. Nicht mal wir haben eine Verwendung für Carpador. Alter, ich habe dafür keine Worte. Das ist einfach krank. Die armen Carpador. Das macht mich wütend. Wir haben die Galaktikbombe gezündet. Ihre Sprengkraft war enorm. Tatsache, es war kein Erdbeben, es war eine Bombe, die gezündet wurde. Dass die Carpador überhaupt noch leben, ist ein Wunder. Heilige. Oh Gott. Ihr seid echt krank. Wisst ihr das? Ihr seid echt krank. Ich will euch nicht mehr sehen. Weg von meinem Gesicht mit meinen Augen. Ich gebe euch Verbot, in meine Augen zu starren. Ihr habt das nicht verdient. Nein, keine Ahnung, was ich laber. Ich laber auf jeden Fall so viel, dass ihr mich in Ruhe lässt. Oh, natürlich reicht das nicht. Natürlich vergiftet der mich jetzt auch noch mit Giftzahn, oder? Oder? Ja, war so klein. Das war so klein, kleinen Pisser. Das hält mich aber nicht davon ab, euch umzubringen. Bam! Oder zu besiegen, besser gesagt. Egal, wie auch immer. Ich werde euch so krass in die Fresse hauen, dass ihr keinen Willen dazu habt, eure komischen Pläne, die ihr habt, auszuführen, ja? So wird's aussehen, mein Freund. Und nicht anders. Verzieht euch jetzt! Vorahnung, oh nein. Wie schlimm, er hat eine Vorahnung, dass ich was tun werde. Ja, ciao. Das war's, ciao. Entwickel dich mal, dann wärst du cooler. Obwohl, so ist er auch ziemlich cool eigentlich, aber dann wird er stärker. Deine Pokémon attackieren mit unglaublicher Kraft. Ja, und deiner mit unglaublich schwacher Kraft. Du bist also stark. Na und, was kannst du wohl erreichen? Da bist nur du, die allein gegen Team Galactic antritt. Es ist bereits eine weitere Gruppe von uns auf dem Weg zum See der Wahrheit. Der liegt da in der Nähe von diesem winzigen Zweiradorf. Ich weiß, wo der See ist. Heißt das, wir müssen da vielleicht auch noch gleich hin? Wer musste denn da hin? War das nicht Patrick? Wir sollten ihm helfen, wenn er da ist.
Letzter Supertrank. Ich sollte dringend mal Heilertipps kaufen. Ich weigere mich immer, weil ich zu faul bin. Anstelle unseres Bosses werde ich dir für deinen Widerschein eine Abreibung verpassen. Also Tatsache, jetzt wirklich ein Boss von euch, ein Commander. Und vielleicht sogar der Boss von euch. Wir werden sehen. Ihr seid so... Nee. Ich weiß nicht, wie ihr das seht. Aber das kann man doch nicht machen. Das könnt ihr doch nicht machen. Wir haben Pokémon hier im Leben, Mann. Oh nein, nicht Vergiftung. Bitte nicht. Oh, oh, nö. Oh nein. Oh nein. Oh nein. Okay, gut. Doch keine Vergiftung. Schön. Du bist jetzt weg. Hau mal ab. Du Keck. Bringen doch gar keine Erfahrungspunkte. Pudogs. Das war ein Fehler, zu meiner Katze zu gehen. Zwei Hits und du bist down. Was willst du damit einsetzen? Ah, Giftschock. Aber es reicht nicht aus. Und ich werde durch dich mein nächstes Level up erreichen, oder? Kann das sein? Kann das sein, Pudogs? Katze geht auf Schmetterlingsjagd. Nom. Nice. Popinella. Noch mehr essen. Nom, 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 nom. Let's go. Ich hoffe, das war kein Fehler, jetzt nicht auszuswitchen. Ich hoffe, ich bin stark genug. Oder... Knapp. Sehr, sehr knapp. Aber es passt. Bam. Yeah. Level up. Nice. Gah, jetzt war ich es, der eine Abrundung kassiert hat. Richtig. Und ich war es, der ein Pokémon entwickelt hat. Charmian. Es entwickelt sich. Es wird noch süßer. Und noch knuffiger. Und noch stärker. Sieht nur selbst. Wie wunderschön. Oh mein Gott. Schnurrgast. Es ist fett. Es ist... Naja, also... Naja, wenn es so rund und fett ist, kann man es bestimmt besser knuddeln. Und warum hat das so einen Bumerang? So einen Bumerangkopf. Und, ich weiß auch nicht. Fun Fact. Also, Charmian soll wirklich so eine richtig hübsche Katze sein. Und Schnurrgast... So das genaue Gegenteil sein. So eine richtig fette und hässliche Katze, die niemand mag. Finde ich irgendwie lustig. Angeberei. Womit willst du angeben? Mit deiner Masse? Okay. Verwirrt das Ziel und erhöht dessen Angriffswert stark. Aber es trifft halt nicht immer. Das ist das Problem. Ja, hier, Verhöhnern. Bringt das Ziel in Rage. Dieses kann über 3 Runden hinweg nur noch angreifen. Ja, Angeberei ist, glaube ich, besser als Verhöhner. Machen wir das mal. Aber jetzt, mit Schnurrgas sollten wir definitiv viel, viel stärker sein. Ach, du bist schon draußen? Kannst du hier nicht rauslaufen? Naja, heilen wäre mal eine gute Idee. Was habe ich denn noch so? Kumomilch. Sprudel. Ja komm, hier, trink mal ein bisschen Sprudelwasser. Und dann trinkst du noch ein bisschen Tafelwasser. Sip, sip. Ich habe sogar noch ein bisschen Tafelwasser. Nice. Kann es hier nicht rumlaufen? Nee, anscheinend nicht. Hm. Seltsam. Oh, wow, wie riesig dieses Areal hier ist. Bestimmt gibt es hier ein paar Items. Ach ja, übrigens hier bei der Map, wo ich vorhin war, ganz oben links in der Ecke. Oder warte, das zeige ich mal eben, damit ich das kurz erklären kann. Hier auf der Karte. Hier oben ist die Eiseninsel. Hier ist sie. Dieser kleine Punkt hier auf dem Pocket ist das. Genau. Wo war denn das? Hier ist das. Ist hier kein verstecktes Item? Das sieht hier voll wie so ein Ort aus, wo man so ein verstecktes Item, naja, verstecken kann. Aber irgendwie nicht. Nee. Okay, keine Ahnung. Aber hier in dem Remake muss ich irgendwie den Pocket kaum benutzen, sonst habe ich den immer benutzt. Was machst du hier? Gehörst du zu diesen Nulpen, die dumm genug waren, sich für die Wache am Eingang einteilen zu lassen?
Bah, ist ja auch egal, wer du bist. Macht ja eh keinen Unterschied mehr. Denn jetzt brechen wir wirklich interessante Zeiten an. Alle legendären Pokémon werden in unsere Galaktikzentrale in Schleide gebracht. Aha. Interessant. Kühlheitsgrotte, da steht jemand. Hey! Neu, wie das aussieht. Voll coole Kamera. War morgen noch nicht so. Die Mission läuft wie am Schnürchen. Da wird der Boss sehr froh sein. Alles für alle und das meiste für Team Galaktik. Hä? Dich kenne ich doch. Du bist das Kind, das sich ein ewig genau in unser Gebäude eingeschlichen hat. Pah, Jupiter sollte sich schämen, dass sie sich von einem Bike in die Knie zwingen lässt. Jeder, der sich Team Galaktik in den Weg stellt, muss die Konsequenzen zu spüren bekommen. Let's go! Wie der aussieht. Commander Saturn. So muss Technik. Kadabra. Er hat schon Selbstvertrauen und der Typ weiß, was er macht. Das könnte ein interessanter Kampf werden. Oh, guckt euch diesen Pummel hintern an. Ich meine, was? Keine Ahnung. Traunfugil, komm, das Kadabra kriegst du doch mit links, rechts, easy clap. Durch. Oder so. Ja, Traunfugil ist das letzte Pokémon bei unserem Team, das ich noch entwickeln muss. Aber Leute, das wird noch früh genug passieren. Na gut, was heißt früh genug? Also, das könnte sich eigentlich schon längst entwickeln, aber ist auch egal. Spukball! Und ich erschrecke dich. Puh, Spuk! Ciao. Scorpio. Soll ich auch mal zum Kampf einschicken? Toxiquack. Die Weiterentwicklung von dem anderen Viech. Jetzt wird's knapp. Von die Bunkel. So. Also Toxiquark, Fun Fact, wollte ich auch ins Team tun. Und zwar hatte ich die Überlegung, entweder Toxiquark. Oh, wow, das war einfach. Oder mein Scorpio. Und ich habe mich für Scorpio entschieden, weil ich, ich weiß nicht warum. Ich weiß nicht mehr warum, ich wollte es irgendwie haben. Keine Ahnung, hatte Bock. Das Bronzel. Warum haben irgendwie gefühlt alle großen Trainer, alle wichtigen Trainer in diesem Spiel Bronzel? Was habt ihr mit Bronzel? Wollt ihr es nicht mal entwickeln zu Bronzong, damit es so eine richtige große Glocke wird und mich einfach zerquetscht? Nee. Der kleine Spiegel, der wird schon machen und dann ist er One-Hit und dann fragen sie sich, ja, was ist jetzt passiert, hä? Wie könnte das nur passieren? Ja, ist aber schlecht. Du bist stark. Jetzt verstehe ich, wie du uns solchen Widerstand leisten kannst. Mhm. Selbst ich, ein Commander, kann uns gerade mal etwas Zeit verschaffen? Aber das ist schon in Ordnung so. Ein Kind wie du wird es ohnehin niemals schaffen, gegen den Strom der Zeit zu schwimmen, ohne unterzugehen. Team Galaktik wird die drei Pokémon fangen, die in den drei Seen schlummern. Und mit ihren Kräften werden wir ein vollkommen neues Universum erschaffen. Mars sollte mittlerweile das Pokémon vom See der Wahrheit gefangen haben. Ich finde immer diese Seen voll cool designt. Ja, diese Kameraperspektive ist irgendwie komisch, irgendwie was Besonderes. Hab ich keine klare Meinung zu. Und hey, die Musik ist wieder da. Die Trap-Remix-Musik. Okay. Wir haben dieses Ufer fertig. Und müssen nun zur Wahrheitsufer. Das war ganz am Anfang des Spiels. Falls ihr euch noch dran erinnern könnt. Aber erstmal gucken wir uns Schnurgast an. Ein bisschen kleiner als ich dachte. Schnurgast scheint ein wenig aufgeregt zu sein. Ja, ist eine neue Form, Kleine. Ja. Super. Ich kann nicht draußen lassen. Ja, doch, dann lassen wir es auch auf erster Stelle. Wollte Scorpio auf erster Stelle tun, aber nee, ist egal. Ja, gut. Karte sagt auch ganz eindeutig, wo man hin soll. Dein Zuhause. Ja, hier sollen wir hin. Zuhause zu Mama. Nee, nicht ganz. Ich bin nicht hier, um bei Mama zu sein, auch wenn ich gerade vor ihrem Haus stehe. Ups. Das Staraptor hat mich nur zufällig genau auf diesem Pixel gelandet. Landen lassen. Wir wollen hier hin. Zum Wahrheitsufer, wo wir unser allererstes Pokémon bekommen haben. Cellast. Der Professor. Oh, Michael. Gut, dass du da bist. Diese Schurken von Team Galactic sind hier hinter dem legendären Pokémon her. Du musst Lucius helfen. Okay.
Aua, aua! Was ist denn in den alten Gacke gefahren? Was, ist das stark? Kann er kämpfen? Warum hat er immer noch seinen Koffer, weiß ich. Oh, Doppelkampf. Verstecken sich. Unsere Aufgabe ist es, sich hinzuhalten und diesen Job erledigen wir jetzt. Um der Welt Frieden zu bringen, müssen wir sie zuerst beherrschen. Der Welt Frieden geben? Sagen die gleichen, die Carpador explodieren lassen. Also, ich weiß nicht, so ein bisschen Ironie ist da schon drin, oder? Ihr Hypokrit. So. Error, Spam. Naja, Traun von Geos, musst du mir nicht sagen. Ich weiß, dass du meine, dass du meine Anweisung erwartest. Bam! Das lebt einfach immer noch. Aber schau dir das an. Die sind alle solche, das sind alles Rüpel. Die haben irgendwie so viele Pokémon, wie sie können. Aber das Einzige, was sie können, ist halt einfach nur Zeit stehlen. Die wollen einfach nur Zeit schenken, damit die Commander da irgendwie irgendwas mit legendären Pokémon hier in den Seen machen. Also, keine Ahnung, Mann. Das ist echt strange. Nein, wirkungslos, warum drückt sie Namen? Denkt nach, Mike, nicht einfach. Nicht. Ja, so wie dieses Geräusch gerade im Hintergrund, so habe ich mich gerade gefühlt. Ich muss das irgendwie zur, muss das irgendwie ausdrücken lassen. Ja, ich bin dumm. Ich weiß. Da gutes Charmian. So eine kleine Katze. Es ist so magersüchtig. Guckt euch das an. Meine Katze hat zumindest mehr drauf. Ich sollte switchen. Also nicht switchen, also muss ich nicht unbedingt, aber ich sollte auf jeden Fall andersrum angreifen. Dass du den angreifst und dass du dann Charmian angreifst. Das ist klüger. Außer ich switch halt direkt raus, weil das wäre mit Traumfugie besser, weil Traumfugie ist ja gerade nicht so eine große Hilfe, um ehrlich zu sein. Bam, bitte, hoa, man, brr. Bam, pow. Pow, 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 pow. Pow, 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 pow. Du, 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 bam, dich greife ich an. Nein, warte, andersrum. Und mich nervt das total, dass da die ganze Zeit steht, Traumfugier wartet auf deine Anweisung. Ja, no shit, natürlich erwartet es. Jedes Pokémon wartet doch, bis ich was sage. Warum muss es dann da extra nochmal stehen? Und wehe, das andere Pokémon greift es zuerst an und mein Traumfugier ist dead. Wehe. Dann bin ich aber wütend. Du bist weg und Golbat ist weg. Ja, so sieht's aus. Finalschlag. Ach, komm, juckt mich. Juckt nicht. Juckt mich nicht. Nein, nein. Wow, 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 wow. Ach, nein! Nein! Och man, come on! Komm, Scorpio. Ich habe schon länger nicht mehr mit dir einen Kampf gehabt, deshalb zeig dich und helf mit den ganzen Idioten hier. Zu kriegen. Giftstreich, ich bin euch ein Streich, haha, XD. Prank, just a prank. Du vergiftest so jemanden und dann stirbt er, haha, just a prank. Das ist Giftstreich, meine Damen und Herren. Bam. Ciao. So, habt ihr noch irgendwas zu bieten? Habt ihr noch irgendwas? Nein? Dann lasst mich gehen. Gutes. Vielleicht war auch Teil meines Jobs. Also verlieren war auch Teil meines Jobs. Das zu sagen, hilft. Wow. Du bist zu jung, um das zu verstehen. Okay, wie alt seid ihr denn? Niemand wird uns daran hindern, die Pokémon der drei Seen zu sammeln. Unser Boss hat schon seit langer Zeit Pläne bezüglich der drei Seen. Und während du so vor dich hingelebt hast, haben wir diese Pläne vorangetrieben. Verdammt, wir sind zu spät. Aber erstmal gehe ich heilen. Obwohl, die Folge ist sowieso schon zu Ende. Da oben, oh Gott. Kann ich hier surfen? Ich kann hier surfen. Aber da hinten ist eigentlich die Höhle, nicht da oben. Ich weiß nicht, was sie da oben machen. Ich speichere mal kurz ab. Was ist denn dann da hier oben, hä? Ja, hier ist die Höhle. Aber hier scheint niemand mehr zu sein. Nein. Aber eine schöne Musik ist trotzdem.